Mit der Einführung der Wehrpflicht stand ja die Frage für alle. Ich bin ja dann in der Falle gewesen. Es ist ja dann von vielen noch versucht worden zu fliehen. Ich habe es nicht gemacht. Meine Glaubwürdigkeit hängt davon ab, dass ich hier bleibe. Es war für mich die ganze DDR-Zeit nicht die Frage zu gehen, sondern zu bleiben. Und bleiben hieß verändern. Und bleiben hieß auch Nein zu sagen. Nachdem im Januar 1962, knapp ein halbes Jahr nach dem Mauerbau, eine allgemeine Wehrpflicht in der DDR eingeführt worden war, erfolgte am 7. September 1964 eine Anordnung des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik, in der die Aufstellung von sogenannten Baueinheiten befohlen wurde. Darin hieß es: Zum Dienst in den Baueinheiten werden solche Wehrpflichtigen herangezogen, die aus religiösen Anschauungen oder aus ähnlichen Gründen den Wehrdienst mit der Waffe ablehnen. Die haben natürlich mitgekriegt, es brodelte in diesem Volk. Zähneknirschend haben sie zur Kenntnis genommen, jetzt gibt es gar keine Möglichkeit mehr rauszukommen, wir sind alle eingesperrt. Und mit der Einführung der Wehrpflicht gab es eine von ihnen zuvor jedenfalls nicht gesehene Zahl von Menschen, die gesagt haben, wir nehmen keine Waffe in der Hand. Ich hatte das Glück, dass ich im Grunde genommen mit 18 Kontakt bekam zu den ökumenischen Aufbaulagern. Und das Schlüsselerlebnis war für mich, plötzlich Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Städten, mit anderer Biografie, mit anderer Vergangenheit kennenzulernen, die aber immer noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges standen, ganz eindeutig. Was sich ja daran geltend macht, dass wir die Trümmer des Zweiten Weltkrieges beseitigt haben, gemeinsam, und Neues miteinander aufgebaut haben. Und das hat uns natürlich motiviert. Und wenn man so will, war diese Erfahrung natürlich auch dann prägend, dass man sagt, na, auf die schieße ich nicht. Es gab keinen anderen Staat im Bereich des Warschauer Vertrages, der eine vergleichbare Lösung hatte, sondern allen anderen Ländern, selbst im so katholischen Polen, gab es eine Möglichkeit der Waffenverweigerung aus religiösen Gründen nicht. Das einzige Land ist die DDR gewesen. Sie hat zwar nie einen Zivildienst gehabt, aber eben diese Mischform, ein Kompromiss, den dann auch Hunderte oder so insgesamt über die Jahre dann auch Tausende von jungen Männern genutzt haben, um keine Waffe in der Hand nehmen zu müssen, aber auch um nicht zwangsläufig dann ins Gefängnis zu müssen wegen Totalverweigerung. Ich habe mich für diesen Weg dann auch entschieden und habe gesagt bei der Musterungsüberprüfung, ich nehme keine Waffe in der Hand. Sie haben mir jetzt die Möglichkeit geboten, ich könnte den Dienst auch ohne Waffen machen. Ich werde ihn ohne Waffe machen. Niemand ahnte, dass dieser Mann 24 Jahre später Minister für Abrüstung und Verteidigung werden würde. Der einzige, den die DDR jemals haben sollte. Aus dem ehemaligen Wehrdienstverweigerer und Bausoldaten Rainer Eppelmann war so vom 12. April bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 für knapp 6 Monate der Oberbefehlshaber über die NVA geworden. Danke. Eine Karriere, die sich der Pazifist, Pfarrer und Bürgerrechtler wohl selbst nie erträumt hätte. 1966 stand für den damals 23-Jährigen die Zukunft auf dem Spiel. Die allermeisten derer, die sich bereit erklärt hatten, Bausoldat zu werden oder auch Totalverweigerer zu werden und dann ins Gefängnis kamen, haben nicht studieren können. Das heißt, obwohl es ein Gesetz der DDR war, wenn du den Anspruch genommen hast, bist du dafür bestraft worden. Durch Karriereverzicht. Es gab ja ein Entlassungspapier, eine Beurteilung. Das hat jeder, ja, ich sag mal, mitgegeben bekommen am Ende an die Arbeitsstelle, wo wir herkamen. Jetzt mal sinngemäß, dass ich aufgrund meiner politischen
Ansichten nicht für leitende Tätigkeit geeignet bin. Und das war natürlich von vornherein im Grunde genommen das Aus für eine berufliche Entwicklung, die ich ja hätte im Sinne auch einer Laufbahn durchschreiten können. Das heißt, das haben Leute trotzdem gemacht. Sie sind also bereit gewesen, ein Risiko einzugehen, haben Zivilcourage gezeigt, haben aufgehört zu flüstern und haben laut formuliert, und sei es am Anfang nur an einer bestimmten Stelle, nicht generell und grundsätzlich, aber an einer bestimmten Stelle gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Warum hat die Regierung der DDR auf den Aufnäherschwert dazu Flugscharen so bescheuert reagiert? Weil sie Sorge hatte, wenn wir da nicht einschreiten, werden das immer mehr. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein Bibelwort, das zum Leitspruch der weltweiten Friedensbewegung wurde, verewigt in einem Bronzedenkmal im Garten des UNO-Hauptgebäudes in New York. Vor dem Dom zu Greifswald schwingen jetzt Schmied Mirko Müslack und sein Lehrling Paul Müller den Hammer. Schon einmal hatte eine solche Aktion hier stattgefunden. Anfang der 80er Jahre als Demonstration gegen das neue DDR-Pflichtfach Wehrerziehung. Das ist auch dann die Zeit von Schwerter zu Flugscharen, der Friedensdekade. Also das Thema Friedensarbeit ist ja Anfang der 80er Jahre doch eins, was groß, jedenfalls in den Kirchen, in den jungen Gemeinden, auf den Jugendtreffen eine Rolle spielt. Diese Durchmilitarisierung des Alltags, die also eine Form annahm, auch nochmal mit dem Wehrkundeunterricht, dass bei jeder Demonstration, ob 1. Mai oder 7. Oktober, es ging immer im Grunde genommen um, der Friede muss bewaffnet sein und Manöver, Schneeflocke und Wehrlager und GST. Und es war sozusagen kein Event eigentlich, wo das nicht thematisiert worden war. Und dagegen gab es dann doch eine wachsende Abwehr. Ich habe so pazifistische Literatur gelesen und war begeistert davon und war durch und durch Pazifist. Als Kind und Jugendlicher in der Jungsbande, wo wir erst Cowboy spielten, waren wir 2-3 Jahre später alle wackere Pazifisten und Hippies. Dazu begann dann die Nachrüstungsdebatte, Pershings als Antwort auf die SS-20. Und wir hatten das Gefühl, wir müssen ein Stück Verantwortung übernehmen für den bedrohten Frieden. Ja, die Luft wurde schlechter, die Raketen standen sich gegenüber, Atomtod jeden Tag war realistisch. Das haben wir auch so empfunden. Das war teilweise sehr bedrückend. Und das hat uns natürlich auch eine Stringenz und eine Kraft gegeben, dass wir gesagt haben, es ist jetzt auch egal, wir müssen uns jetzt klar dazu positionieren. Da gab es nicht viel Abwägen. Man hat das Gefühl, das habe ich schon als Gefühl, das glaube ich, war auch so ein Fehlgefühl, was dann diese ganzen Friedensgruppen und Umweltgruppen auch ausgelöst hat, dass da irgendwie, dass es nicht mehr so weitergeht. Man muss jetzt irgendwas machen, wir müssen uns verhalten. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das soll einst ein berühmter Wittenberger gesagt haben. Friedrich Kramer leitet heute die Evangelische Akademie in der Lutherstadt. Die Weltuntergangsängste der 80er Jahre sind verblasst. Doch einfach so weitermachen geht dennoch nicht, findet der ehemalige Bausoldat. Auch deshalb hat er die alte Tradition des Bußrufes wiederbelebt. Liebe Wittenbergerinnen und Wittenberger, liebe Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, ich rufe euch zur Buße, zur Umkehr. Heute ist Aschermittwoch, der Beginn einer Zeit, wo es möglich ist, seinen Lebensstil, seine Gedanken, die Art zu leben zu verändern. Ich rufe euch auf, tut dies. Tut Buße, kehrt um, lasst tödliche Gewohnheiten hinter euch und öffnet euch dem, was Leben schenkt. Also es gab zwei Musterungen, die erste in der 11. Klasse. Ja, ich habe da noch so Erinnerung, dass ich musste ziemlich lange warten und wurde dann auch unruhiger mit jeder Minute, weil ich da nicht so richtig wusste, was ist. Das war beim Wehrkreiskommando in Leipzig, da bekam ich Musterungsbescheid. Und da saß an einer langen Tafel lauter Männer in Uniform und
Vorneweg war ich schon untersucht worden. Der Ton war auch sehr harsch und abweisend. Und man weiß eigentlich auch, wenn man rausgeht, nicht wirklich, was passiert ist. Weil die ja nicht die Entscheidung sofort mitteilen, sondern man läuft da mit so einer ungewissen Gesamtsituation rum. Eigentlich wollte ich damals schon zu den Bausoldaten gehen. War mir aber nicht so ganz sicher, ob ich dann zum Beispiel den Verlust eines Studienplatzes verkraften würde. Dann ist es so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich gehe anderthalb Jahre normal. Und mir hat dann doch ein bisschen einen Stich gegeben, dass die Offiziere sichtlich erleichtert waren. Das habe ich wahrgenommen und da war ich von mir enttäuscht. Und ein Jahr später gab es die Nachmusterung. Und dann habe ich erklärt, dass ich zu den Bausoldaten gehen wollte. Und da gab es natürlich ziemliches Zeter und Morio. Wie viele ehemalige Bausoldaten hatte auch Andreas von Malzahn einen kirchlichen Hintergrund. Und die Theologenlaufbahn blieb dem heutigen Bischof trotz Spatendienst in der NVA später nicht verwehrt. Wir bitten dich für diese Gemeinde, dass sie hier einen Ort der Gemeinschaft findet. Amen. Ich habe 10. Klasse gemacht, habe dann eine Lehre in Leipzig gemacht. In der Zeit, wo die Lehre war, kam der Musterungsbescheid. Und da habe ich gesagt, dass ich nicht aktiv Soldat werden will, sondern entweder ganz verweigern oder eben Baueinheit wählen möchte. Das war für mich noch nicht ganz klar. Was von beiden? Ich dachte schon immer, also Totalverweigerer ist natürlich viel konsequenter. Und das war schon auch die Zeit, wo ich schon meine ersten Konzerte hatte und dachte, vielleicht in die Richtung könnte ich vielleicht sogar mal beruflich gehen. Und wenn man dann so einen Stempel weg hat, dass es dann schwer ist, Veranstalter zu finden, die einen noch einladen, da war mir schon ein wenig bang. Doch Gerhard Schöne schaffte es, seines regimekritischen Pazifismus zum Trotz. Heute lebt der erfolgreiche Liedermacher mit seiner Familie in einem alten Bauernhaus bei Meißen. Genau wie er stammt auch Ex-Bausoldat Friedrich Kramer aus einem evangelischen Pfarrhaus. Ich habe noch in Erinnerung, wie mein Vater mich gesegnet hat, weil er auch Angst hatte. Also es war auch so eine Sache, wo man nicht wusste, wie geht das aus. Kann auch gefährlich sein, kommt man auch schnell mal unter die Räder irgendwo. Die Armee war ja nicht feinfühlig oder es ging ja auch nicht irgendwie. Es war ein brachialer Stil, ja, auch für die Seele und so, war eine heftige Geschichte. Na, da hat mir die Hände aufgelegt und hat mich umarmt danach und hat mir gesagt, war irgendwie wichtig, kam mit zum Bahnhof, das weiß ich, erinnere ich noch. Das ist mir auch, merken Sie auch, wichtig. Freundin und Freundeskreis und junge Gemeinde und Sport und Musik und Chor und all das blieb tatsächlich zurück. Also als dann der Brief kam, das weiß ich noch ganz genau, es war die große Sorge, hoffentlich wird es nicht Prora. Es wurde dann Sassnitz, also knapp daneben, aber zum Glück eben nicht Prora. Das war schon mal eine riesen Erleichterung. Und ja, klar, also von Potsdam nach Sassnitz bei der damaligen Verkehrssituation viel größer war die Republik dann aber auch nicht. Das war ja auch so ein Stück, denke ich, Schikane. Man wollte eben damit auch allen anderen Jahrgängen klar machen, wenn du Bausoldat wirst, dann hast du es nicht einfach, sondern dann wirst du irgendwohin gezogen, weit weg von zu Hause, weit weg aus deinem ganzen Umfeld und Vergünstigungen gibt es da jedenfalls nicht. Ja, ich war also auf dem Denholm in Stralsund, war mit 4 anderen Bausoldaten in einem Zimmer gegenüber das Zimmer von den anderen, die meisten Christen. Eine Gedenktafel in Erinnerung an die hier auf dem alten Marinestützpunkt Dänholm stationierten Baueinheiten der NVA. Bausoldatenveteran Klaus Freudenberg hat dieses Treffen ehemaliger Kameraden mit initiiert. Ihr friedenspolitisches Engagement eint die Bausoldaten von einst bis heute. Die Marinetechnikschule in Paro. Hier wollen die Waffendienstverweigerer von damals mit jungen Führungskräften der Bundeswehr diskutieren. Wir werden Frieden und Freiheit nur durch Gerechtigkeit gewinnen.
Und im Sinne von Gerechtigkeit gibt es da auch immer ein Gegenüber. Nicht mir gegenüber werde ich in Selbstgerechtigkeit etwas erreichen, sondern Gerechtigkeit heißt teilen. Und in Deutschland haben wir es besonders schwer damit, weil wir in einer Besitzstandswahrungsgesellschaft leben. Und da werden Besitzstände verteidigt. Wir haben ja ganz einfach eine Gewaltenteilung. Es gibt ganz große Prozesse, die stattfinden, bis man überhaupt erstmal einen Soldaten in Einsatz schickt. Da muss das Außenministerium ran, da muss das Entwicklungsministerium ran, Haushalt, Finanzen, da müssen sich alle Gedanken drüber machen, ja, wie kann man einen ganz bestimmten Bereich stabilisieren, damit, sage ich mal, halt auch die Welt etwas gerechter wird im Endeffekt. Und es nicht nur darum geht, irgendwie Besitzstände zu wahren. Also dafür plädiere ich auf alle Fälle. Und insofern würde ich denken, Deutschland hätte die Aufgabe stärker, das internationale Recht zu stärken. Und Krieg ist verboten. Frieden ohne Waffen, wie das funktionieren soll, wir dürfen uns nur verteidigen im Notfall mit Waffen. Nur im Notfall, um uns selber zu schützen oder den Kameraden zu schützen. Aber wenn dementsprechend ein Gegner vor uns steht, der überhaupt gar nicht nachdenkt, weil es für ihn tagtäglich das Brot geworden ist, wie verhält man sich gegenüber? Kann ich eben, indem ich einen anderen Menschen töte, 20 andere Leben retten wiederum letztendlich? Es ist um diese ethische Frage letztendlich und die muss ich sich selber für sich beantworten. Ich habe es für mich gesagt hier, für mich ist das realisierbar. Ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren und deswegen ist auch den Beruf, den ich gewählt habe und auch heute auch gerne ausübe das Ganze hier. Es gibt ja diese Idee, dass man die Schutzverantwortung wahrnehmen muss und der Menschenrechte willen. Das Problem ist aber, dass natürlich beim Einsatz militärischer Gewalt alle Menschenrechte gebrochen werden. Jedenfalls in der Regel in Folge. Ja. Und das finde ich ein in sich problematisches Konstrukt, weswegen meine Idee auch eher ein robuster Polizeieinsatz wäre. Ankunft an der Endstation und Beginn von 18 langen Monaten Arbeitsdienst in der Kaserne. Bischof Andreas von Malzahn erinnert sich. Wir wollten kein Gelöbnis ablegen, Eid sowieso nicht, aber damit nicht das Schweigen zu sehr dröhnte, hat die NVA sicherheitshalber einige Unteroffiziere unter uns aufgepflanzt, die dann also das Gelöbnis der Bausoldaten ablegten, sodass es aus Sicht der Offiziere keine peinliche Situation war. Wo heute die Tagungs- und Freizeiträume der neuen Jugendherberge von Prora untergebracht sind, mussten einst alle neuen Bausoldaten zum Gelöbnis stramm stehen. Eine Gedenktafel erinnert an ihren Widerstandsgeist. Nicht nur geschwiegen, sondern aktiv das Gelöbnis verweigert hatte Bausoldat Rainer Eppelmann. Die absehbare Konsequenz einer Zuchthausstrafe nahm der überzeugte Regimegegner in Kauf. 8 Monate im Militärknast. Du bist in einem Raum, in dem die Tür, wenn du drin bist, abgeschlossen wird. Und du hast keinerlei Einfluss darauf, ob die wieder aufgemacht wird oder nicht aufgemacht wird. Sondern das bestimmen ausschließlich andere. Das war für mich ein sehr nachdrückliches Gefühl, was mir die Tränen in die Augen trieb. Die größten Einheiten der sogenannten Spartensoldaten waren in Prora auf Rügen stationiert. Die ehemaligen Nazi-Bauten eines gigantischen KDF-Erholungsheimes waren zur DDR-Kaserne umfunktioniert worden. Hier musste auch Friedrich Kramer neben den regulären, bewaffneten Armeetruppen seinen Dienst antreten. Normalerweise gab es in der NVA ein brutales so ein System, wo die Älteren die Jüngeren drangsaliert haben. Und wir fanden den Zettel, könnt uns fragen, wenn was ist, wir können euch alles erklären. War ein Blümchen auf dem Tisch. Also man wurde sozusagen von den anderen Bausoldaten freundlich empfangen. Am härtesten war für mich die Grundausbildung, wo die Haare fielen und so die Uniform anzuziehen, wo ein Zelt mit lauter nackten Kerlen und eine Dusche oben, die uns berieselte und draußen im Wald so ein Donnerbalken und Jungs, die dann schon anfingen, ihr Käppi schräg aufzusetzen und vorm Spiegel posierten und fanden, so schlecht sehen sie doch nie aus mit dem Käppi. Das hat mich alles ganz schön angeödet und ich dachte, oh, wenn das jetzt 1,5 Jahre so geht, zwischen Anpassung und Überlegen, wie verhalte ich mich, das muss ja furchtbar anstrengend werden. Die Offiziere hatten denen gesagt, als wir Bausoldaten ins Objekt kamen, mit denen redet man nicht, das sind Kriminelle oder Intellektuelle. Fand ich auch eine ganz interessante Zusammenstellung so, wovor man Angst haben sollte.
Mein Eindruck war auch immer, dass die Angst hatten, dass dieses Bausoldaten Bacillus, dieser Friedensvirus, dann vielleicht auch auf andere überspringt. Und die Wolte hatten ja nun wirklich nicht großes Interesse, dass das sich weit verbreitet in der DDR. Wir sind ja von denen nicht ernst genommen worden. Schon gar nicht wichtig, schon gar nicht achtungsvoll wegen einer Gewissensentscheidung. Und haben ja fleißig als Bauarbeiter gearbeitet oder in der Kombüse gearbeitet oder im Krankenhaus gearbeitet. Das alles sind ja wichtige und notwendige Arbeiten gewesen. Auch dafür gab es im Grunde kaum eine Anerkennung. Wir waren eben Flaschen. Außerdem eben eigentlich Feinde der DDR. Wir waren billige Arbeitssklaven da auf dem Bau in dem Hafen Mukran. Mussten da schuften, 10, 12, 14 Stunden am Tag. Sprich, wir haben uns einen Großteil von uns im Caisson eingesetzt. Das sind oder sozusagen ein Fundament, was versenkt wird, wo man unter Luftdruck arbeitet, unter der Erde und dann immer raus muss. Und dann wird das Fundament weiter versenkt, dann muss man das wieder rausgraben. Das ist eine Technik, die nur noch mit Menschen in der DDR gemacht wurde, sonst überall mitkommen mit Robotern. Und die auch zu schweren körperlichen Schäden geführt hat bei manchen Bausoldaten. Weil das, man kriegt dann die Caissonsche Krankheit, also eine Taucherkrankheit, wegen hohen Stickstoffanreicherungen und so. Das war schon brachial. Das, was das Leben wesentlich ausgemacht hat, aus meiner Perspektive, war dieses Eingesperrtsein. Ich habe zwischendurch dann auch mal für mich so gedacht, wenigstens den Himmel können sie nicht mit Stacheldraht zumachen. Und dann herrscht ein anderer Ton und dann herrscht ein anderes Regime und man ist auch diesen ganzen Abläufen da ziemlich ohnmächtig ausgeliefert. Und die hatten auch Lust, das uns, glaube ich, spüren zu lassen. Also ob das der Haarschnitt ist, ob das das Einrichten der Stube ist und diese ganzen anderen Dinge, die dann im Laufschritt zum Essen und irgendwelche Spielchen. Es war auch teilweise, gab es richtig heftige Konflikte. Und es waren auch keine besseren Menschen oder so, die Bausoldaten, sondern es war ganz normal. Und diese Brutalität, 1,5 Jahre eingesperrt zu sein, das hat viele, glaube ich, auch existenziell auch, es war für viele eine recht schreckliche Zeit in ihrem Leben. Die du als junger Mensch wahrscheinlich besser teilweise wegsteckst, auch eher so Abenteuer-Feeling hast oder so, aber das ist natürlich, war für manche richtig heftig zu wissen zu Hause, weiß ich was, werden sie gebraucht, die Ehe geht kaputt, die Kinder irgendwas und sie können nicht raus. Und da gab es also richtig schwere, auch seelische Konflikte für viele Leute. Kann man sich irgendwo einen Platz suchen, weil die Kaserne lag eigentlich sehr schön an der Steilküste mit Blick aufs Meer. Also kann man da irgendeinen Platz suchen, wo man für sich sein kann. Briefe waren ganz wichtig. Briefe waren so eine ganz wichtige Brücke nach draußen. Und das war auch ganz toll, dass sehr schnell sehr viele Briefe kamen von Freunden, aus der Familie, von der Freundin, jeden Tag einer. Aber wir hatten auch unseren Ehrgeiz darin, uns nicht unterkriegen zu lassen und haben dieses System auch konterkariert. Jemand von uns hatte die Begabung, Drachen zu bauen. Aber nicht so normale Drachen, sondern mit einer Flügelspannweite von 2 bis 3 Metern. Und dann haben wir also Drachen gebaut und die, weil wir nicht raus durften, im Objekt steigen lassen. Und nichts passierte. Zu unserem Erstaunen reagierten die Offiziere nicht, außer dass sie sich ärgerten, das kriegten wir mit. Aber es gab keine Dienstvorschriften für Drachen im Objekt. Wir haben sehr schnell begriffen, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das heißt, wir haben alles gemacht, was uns nicht ausdrücklich erstmal verboten war, haben uns mal doof gestellt. Das war so das erste Modell. Und natürlich haben wir, also ein Beispiel zum Beispiel, wir haben, sind gern rhythmisch marschiert, um unsere Offiziere zu ärgern. Also das heißt, man marschierte rum, rum, rum. Das waren diese Höfe, das sind diese KD, Kraft durch Freude, Heim da am Prora, dieses Riesenteil, was da über viele Kilometer an der Küste lang geht, bei Binz. Und das schallte natürlich immer herrlich. Und dann fing einer an, im Tango-Rhythmus da rein zu tranzen. Und dann machten die anderen mit. Oder so. Das hörten sie plötzlich, gemacht nicht brumm, 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 sondern es machte eben was ganz anderes. Und dann brüllte der Offizier, oh, warum
Wahl. Und dann fing das wieder an. Und dann haben sie manchmal stundenlang hin und her marschiert, hat uns ja nicht gestört, die Zeit war eh hin. Und ich hatte mir vorgenommen, die anderthalb Jahre dürfen auf keinen Fall als tote Zeit in meinem Leben verbucht werden, sondern ich muss mir was vornehmen. Ich muss ein komplettes Programm, wenn ich die Armee verlasse, muss ich ein komplettes Liederprogramm fertig haben, ein paar Kinderlieder schreiben, verschiedene Veranstalter angeschrieben haben, damit, wenn ich hier rauskomme, dann losgeht. Wenn ich zum Beispiel in der Küche große Essenssäle ausfegen musste, habe ich mir mein Zettelchen eingesteckt und dann vor mich hingefegt und da so gesonnen und Texte entwickelt und dann immer mal wieder hin gesetzt und was aufgeschrieben oder hatte in so einem Schuppen, wo Altpapier und Gläser gestapelt wurden, dann mir da zum Arbeiten was mitgenommen oder um, wenn jemand vorbeikommt, so zu tun, als arbeite ich, habe mich da hinter irgendwelchen Pappbergen verborgen und dort meinen kleinen Schreibtisch auf Kisten eingerichtet. Lieber Feind in der Ferne, der du selbst keinen Krieg willst, der du Not deine Pflicht tust zur Erhaltung des Schreckens, bitte hör deinen Feind an. Lieber Feind in der Ferne, unbekannter Verwandter, du sollst wissen, dein Feind hängt genauso am Leben und trägt sich noch mit Hoffnung. Glaube nicht den Berichten, folge nicht den Befehlen, richte nicht das Visier auf den Bruder, den Freund, denn du träfst es dich selber. Glaub mir aufs Wort, glaub mir aufs Wort, glaub mir aufs Wort um unsertwillen. Also auf jeden Fall sind die Bausoldaten ein großer Stein in Vorbereitung der friedlichen Revolution. Wir haben natürlich auch vieles diskutiert in diesen 18 Monaten. Wir haben da Alternativen diskutiert, wir haben auch Perspektiven für so ein Land diskutiert. Also ich erinnere mich sehr gut an die Reise von Gerhard Schöder nach Nicaragua, der dann zurückkam mit dem Lied »Mit dem Gesicht zum Volke«. Also gibt es sowas wie so einen dritten Weg. Ich träumte nicht, ich saß dabei in Nicaragua und die Versammlung hieß mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke, nein. In Nicaragua, da habe ich eine Form von Demokratie erlebt, dass sich die Regierung der Kritik stellte, dass die auf Marktplätze irgendwo hingingen und die Leute ihre kritischen Fragen an den oder jenen Minister stellen konnten. Ich hatte den Ernesto Cardenal erlebt, wie er als Kulturminister mit seinem Fahrrad ins Ministerium kommt. Kann man sich nicht auch vorstellen, eine gerechte, solidarische Gesellschaft zu machen, die nicht Diktatur des Kleinbürgertums à la DDR ist, auf der anderen Seite sich auch nicht so dem Kapitalismus und dem ressourcenverbrauchenden und ja auch durchaus gewalttätigen System Kapitalismus hingeht. Gibt es da irgendwie einen dritten Weg, der versucht, gerechter, solidarischer, menschendienlicher, ressourcenschonender zu sein? Da haben wir schon viele Debatten geführt und hatten so auch Ideen. Als Kultusminister auf Schulvisite. Der ehemalige Bausoldat und Systemkritiker Stefan Dorgalow trägt heute als überzeugter Sozialdemokrat Verantwortung in der großen Regierungskoalition von Sachsen-Anhalt. Auch als Minister möchte sich Stefan Dorgalow ein offenes Ohr für die Ideen und die Kritik der nachwachsenden Generation bewahren. Er will es besser machen als die SED-Politiker seiner Jugend in der DDR. Die Diktatur DDR hat sich einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Totengräber selbst geschaffen. Aus der Summe dieser Einzelaktivitäten hat sich natürlich im Grunde genommen eine Widerstandsebene gebildet, also das Salz in der Suppe. Und ich sage mal so eine Größenordnung von 15 bis dann auch 30.000 Leute, die ja mit eingerechnet werden müssen als Verweigerer, das hat schon etwas bedeutet. Die DDR hat die Bausoldaten zusammengezogen, um sie wirtschaftlich zu nutzen und hat gleichzeitig eine Vernetzung organisiert.
von widerständigen Leuten. Und von daher ist es kein Zufall, sondern im Grunde fast eine Gesetzmäßigkeit, dass die allermeisten von ihnen auch im Herbst 1989 mit auf der Straße waren. Dass viele von ihnen vorher schon in den entstehenden Friedens- oder Menschenrechtsgruppen in den Räumen der evangelischen Kirche mitgemacht haben. Und zum Glück sind sie auch bis heute nicht eingeschlafen. Wir haben ja eine Welt voller Konflikte, wo es darauf ankommt, dass wir uns als Gesellschaft alle miteinander eine Meinung bilden, wie wir es zum Beispiel mit Auslandseinsätzen halten wollen, wie es mit der Bundeswehr weitergehen soll. Und da finde ich den Diskurs schon wichtig, dass eine Grundskepsis gegenüber militärischen Lösungen erhalten bleibt. Wenn sich jeder damit selber befassen muss, wie entscheide ich mich, ist natürlich auch eine Chance der eigenen Prüfung und Entscheidungen. Davon halte ich eine ganze Menge, dass man sich selbst positionieren muss. Ich sage, wenn wir genauso viel Kraft investieren würden in Friedenslösungen, wie wir bereit sind, uns militärisch in der Welt zu engagieren, dann hätten wir ja schon viel gewonnen. Ich glaube, es ist eine Aufgabe von politischer Bildung und auch Schulbildung, das stärker zu machen. Ich glaube, dass wir auch als Bausoldaten und wir jetzt die Jugendoffiziere in der Schule gehen, auch stärker in Schulen gehen sollten, davon erzählen, Leute dafür sensibilisieren. Okay. Für die Frage, wie hältst du es mit Krieg und Frieden? Was passiert eigentlich, wenn morgen die Wehrpflicht eingeführt wird? Und es ist ja nicht abwegig. Die Ukraine tritt der NATO bei. Die NATO ist im Krieg mit Russland, dann wird hier ganz schnell die Wehrpflicht wieder eingeführt. Das ist eine Sache von 2 Jahren, 1 Jahr. Es kann ganz schnell gehen. Es muss in Deutschland aber eine deutliche Mehrheit von Menschen geben, die sagen, Demokratie ist uns so kostbar, dass wir darauf um keinen Preis auf der Welt wieder verzichten wollen. Die sie gestalten und notfalls auch verteidigen. Und das muss nicht immer mit der Waffe in der Hand sein.